Und Gypsy Okanye führt die Teilnehmer in die Schlussrunde. Conan Greenwood führt die zweite Spur an. Jolene Newport bleibt an der Innenseite dicht auf. So wird jetzt die Gegenseite zum letzten Mal erreicht, angesteuert von Gypsy Okanye, Jolene Newport, Conan November mit Gaia VIP. Und so geht's langsam aber sicher auf Ende gegenüber zu. Und Gypsy Okanye verschärft etwas. Die Fahrt kann sich etwas absetzen auf 3-4 Längen von Jolene in Newport. Dann an der Außenseite Coco Chanel geht an Conan Greenwood heran. Und die Pferde bereits in der Mitte des Schlussbogens. Bei flotter Fahrt die Führung deutlich bei Gypsy Okanye TF. So geht's auf die letzte Ecke zu. Gypsy Okanye TF erreicht als erstes Pferd mit großem Vorsprung die Trotto.de-Zielgerade. Gypsy Okanye ist klar voraus, dahinter Jolene Newport, angegriffen von Coco Chanel. Außen Felicita Benac, aber vorne alles klar. Gypsy Okanye gewinnt hoch überlegen. Jolene Newport rettet das zweite Geld knapp vor Coco Chanel. Und auf dem vierten Platz, ja, wer ist da gelandet? Das war wahrscheinlich Conan Greenwood. Aber da warten Sie bitte die vorläufige Platzierung ab. Die vorläufige Platzierung. Siegerin ist die 4 Gypsy Okanye TF. Zweite die 3 Jolene Newport. Dritte die 10 Coco Chanel. Vierte die 7 Conan Greenwood. 4, 3, 10, 7 vorläufig. Ja, das ist kein, also lief das Tempo zwar mit, aber er hatte sie nicht mehr am Gebiss und da hatte ich schon ein Fragezeichen, ob sie es durchziehen. Also sie ist dann wirklich am Ende hat sie es gut durchgezogen, aber vorne die Stute, das war schon klasse. Ja, wenn man jetzt sieht, dass Gypsy Okanye ist ja französisch gezogen, sie ist jetzt 4 Jahre alt und eigentlich müssten sich da in der französischen Provinz auch noch passende Aufgaben finden lassen. Und wenn ich sehe, wie sie da gewonnen hat, da würde ich jedem den Tipp geben, die Augen offen zu halten, wann Gypsy Okanye mal in Frankreich läuft. Das stimmt, aber da will man auch hin, da darf man nur gerade nicht hin und deshalb ist man am Niederrhein mit der französischen Stute. Noch 50 Meter, das Hans-Theo-Giesel-Geburtstagsrennen, unsere dritte Tagesprüfung ist gestartet. Um die Führung bemüht sich Jolene November, wird außen angegriffen, in dem Sinne von Gypsy Okanye und Jolene November im Fight, in Anführungsstrichen, um die Führung. Und da kann sich Gypsy Okanye durchsetzen, übernimmt das Kommando. Und Ice Queen nach einem Fehler in der Mitte des Hans-Brocker-Bogens bereits aus der Partie. Gypsy Okanye, Jolene Newport, Gaia VIP an der Außenseite ist auf dem Vormarsch, übernimmt jetzt die zweite Position, greift jetzt auch Gypsy Okanye TF an. Beide Kopf an Kopf in Front, Jolene Newport an der Innenseite dicht auf. Gypsy Okanye behauptet die Führung, führt die Teilnehmer dann auch gleich in die Tribünen. Gerade Gaia VIP an der Außenseite, Jolene Newport dicht auf. In vierter Position dann Conan Greenwood. So das Vordertreffen vom Ziel ab noch eine Runde. Fehler von Fairview. Und Gypsy Okanye führt die Teilnehmer in die Schlussrunde. Conan Greenwood führt die zweite Spur an. Jolene Newport bleibt an der Innenseite dicht auf. So wird jetzt die Gegenseite zum letzten Mal erreicht, angesteuert von Gypsy Okanye, Jolene Newport, Conan November mit Gaia VIP. Und so geht's langsam aber sicher auf Ende gegenüber zu.
Und Gypsy Okanye verschärft etwas. Die Fahrt kann sich etwas absetzen auf 3-4 Längen von Jolene in Newport. Dann an der Außenseite Coco Chanel geht dann Conan Greenwood heran. Und die Pferde bereits in der Mitte des Schlussbogens. Bei flotter Fahrt die Führung deutlich bei Gypsy Okanye Tef. So geht's auf die letzte Ecke zu Gypsy Okanye Tef. Erreicht als erstes Pferd mit großem Vorsprung die Trotto.de-Zielgerade. Gypsy Okanye ist klar voraus, dahinter Jolene Newport, angegriffen von Coco Chanel. Außen Felicita Benac, aber vorne alles klar. Gypsy Okanye gewinnt, hoch überlegen. Jolene Newport rettet das zweite Geld knapp vor Coco Chanel. Und auf dem vierten Platz, ja, wer ist da gelandet? Das war wahrscheinlich Conan Greenwood. Aber da warten Sie bitte die vorläufige Platzierung ab.